Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Tomb Raider. Ja, wir befinden uns direkt im Anschluss der letzten Folge. Ich wollte hier nur kurz nochmal hochlaufen, um die. Da wollte ich nicht ran. Ich wollte die Pfeile mitnehmen eigentlich, ne? Wunderbar. Wir haben jetzt alle Pfeile mit. Wir haben jetzt 39. Ist immer solide. Und wir wollten jetzt eigentlich. Oh, das war ein bisschen buggy. Ich wollte eigentlich in dieser Folge die letzten. Die zwei Sachen hier noch abschließen, einmal Geisterjägerin und hier Eier, die Eierwilderin. Aber ich kann hier nicht schnell reisen. Deswegen kann ich das in dieser Folge nicht machen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter und versuche auch hier Feuerteufel abzuschließen als extra Belohnung. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich versuche mal, es abzuschließen. Ja, das Problem ist, ich habe auch schon eben angefangen, aber da ist mein Spiel abgeschmiert. Deswegen weiß ich schon, wo ein, zwei Sachen sind. Alles nochmal neu machen. Schade, schade, schade. Mal hängt noch einer. Ein bisschen XP wieder abstauben, ne? Gibt es hier unten noch was Nices? Geocache. Und dann einmal das hier noch öffnen. Easy going. Wie viele Geocaches gibt es denn hier noch? Ah, sehe ich ja hier. Alles auf der weitergehenden Fahrt. Hier geht's nicht weiter. Schade. Hier liegt auch nichts weiter, was für uns relevant ist. Deswegen können wir hier auch einfach ganz geschmeidig hoch. Bekommen wir davon. Ich hoffe, ich habe hier keinen Kadaver übersehen. Das wird ziemlich nervtötend. Aber hey, gehen wir jetzt mal. Ups. Ja, mit der Steuerung hapert es noch ein bisschen, wenn man echt lange nicht mehr gespielt hat. Ich habe seit 2 Wochen nicht mehr gespielt, weil ich das Spiel so sehr gesuchtet habe, dass ich das alles im Vorlauf aufgenommen habe. Habe ich auch jetzt vor. Ich glaube, ich spiele heute oder diese Wochen das Spiel durch, weil ich echt Bock drauf habe, das weiterzuspielen. Und ich möchte es halt wirklich alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann von diesem Spiel. Ich möchte auch Teil 2 und 3 von diesem Spiel spielen. Aber mal schauen. Jetzt erstmal. Ja, wir müssen ja auch lautlos killen, ne, für ein paar Folge. Welche Person hat mich da getroffen? Möchte ich mal wissen. Mit dem Schuss hier. Alter, das hat mich ja vollkommen überrascht, dass ich da jetzt getroffen wurde. Das hat mich fast gekillt. Zählt der auch als Feuerteufel? Ups. Erstmal alles plündern, was es hier so gibt. Munition ist zwar voll, aber man kann nie genug Leergut haben. Bergungsgut, meinte ich. Upsala. Hä, ein Folterversprecher. Sorry. Geocache gefunden. Nice. Und gleichzeitig noch das hier. Die Leichen. Nope, zählt nicht dazu. Müssen doch noch irgendwo ein paar Leichen sein zum Abschießen.
Oh, nice, ein Relikt. Faltfächer wurden im 19. Jahrhundert häufig mit Gedichten oder Schilderungen wichtiger Ereignisse beschrieben. Jetzt sieht man es auch. Kann man da noch irgendwas erkennen? Ich glaube nicht. Damit hätten wir auch schon das zweite durch. Wo sind denn wieder die Leichen, Mann? Ich suche doch nur Leichen zum Verbrennen. Sieht eindeutig so aus. Verdammt, dass sie alles mitnehmen. Wir brauchen Ressourcen. Da komme ich nicht hoch. Alles klar. Das ist aber gemein. Kann man von hier aus noch irgendeine Leiche sehen? Ist das, gilt das als Leiche? Nein. Man einfach dran ziehen? Ist das dafür gedacht? Ja. Und wenn ich jetzt hier drauf schieße mit einem Feuerfall, dann geht das komplett boom. Dafür nehme ich ein bisschen Abstand. Ja, schön, das habe ich selbst herausgefunden. Ernsthaft. Passiert jetzt ernsthaft nichts, weil ich das erst aufmachen muss. Verdammt, das habe ich nicht vorher herausgefunden. Jetzt. Bisschen Abstand nehmen, springen mal die ganze Höhle. Weil wir es können. Ach du Kacke. Ich glaube, wir haben gerade sämtliche Gasvorräte in dieser Höhle angezündet. Mann, Boy. Oh, Boy. Wir müssen uns noch immer nach den Kadavern ausschalten. Wäre blöd, wenn ich die jetzt verpassen würde und ich nochmal hergehen muss. Wenn das überhaupt möglich ist. Alter, nicht schon wieder so eine Rutschpartie. Ich sehe doch nichts. Ich glaube, ich war da etwas zu langsam. Ich glaube, der ganze Berg kommt mit. Interesting. Ganz schön hitzköpfig. Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Da sind wir. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Boni schicken. Und was wird jetzt wohl passieren? Wir müssen leise sein. Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real. Das heißt, sie ist real. Ja. Und nichts wird uns aufhalten. Ich glaube nicht. Nach so langer Zeit. Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Jetzt trennt euch noch, damit ich euch lautlos kriegen kann. Und irgendwie muss ich hier nochmal zurück. Da habe ich eindeutig hier das übersehen, das Dokument. Toll. Also ich muss irgendwann da hinkommen. Oder ich kann jetzt schon zurücklaufen, aber das glaube ich auch nicht.
Wenn ich den da hinten lautlos kille, ne? Beobachten wir das mal. Obwohl. Haben wir jetzt die Geduld und die Lust zu warten? Warum warten, wenn es auch ohne geht? Das ist halt immer so die Frage, ne? Das ist so ein schöner Header, ne? Yay, du hast 5 Menschen umgebracht! Ja, der Herr, der war wirklich krass. Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Alles klar. Next Mission. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit. Jetzt. Alter. Der Feuerteufel habe ich immer noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, den schließe ich jetzt noch nicht ab. Dann müsste ich nochmal herkommen. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von... Scheiße, da komme ich nicht zurück. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. Das hat auch gar nicht wehgetan oder so. Oh Mann, wo sind die ganzen Feuerteufel-Dinger? Ich hab jetzt schon Dokumente verpasst, das hasse ich jetzt schon. Einfach nur, weil auf einmal Party angesagt war. Aber ich sehe die halt nicht. Also, wo sind die denn? Sind die da so komplett am Arsch der Welt? Man könnte an sich das Seil durchtrennen, ne? Aber hey. Schade, da muss ich mir mal angucken, wo die anderen sind. Ja, ich weiß doch genauso gut wie wir, dass wir... ich glaube, hier kommt man eh wieder irgendwann hin, dass man hier drauf ballert. Oder? Nicht. So macht man es dann. Ach du Scheiße. Oh.
Sagt sich so leicht. Boah, Alter. Ich glaube, da hast du aber auch, ne, Tempo. Upsala. Hat niemand gesehen, okay. Dahin müssen wir. Das geht auch nicht. Alter Mann, durch das ganze Gas sieht man einfach nichts. Fuck, ich bin so blöd, ey. Ich weiß, ich muss irgendwo nach da ballern. Was tue ich, indem ich die Sachen hier anzünde? Da halt ihr die Schnauze und lass mich mal machen, Mann. So, aber. Alles klar, schnell hoch. Boah, Alter, Hardcore, ey. Kletterpartie mit dem Tod, ey. Boah, ich hoffe, man kommt den später nochmal zurück, ey. Damn it, ey, du müsstest hier schon so dreimal tot sein. Ich glaube, den einzigen, den wir hier finden, ist die Person, die wir nicht finden wollen. Und unsere Sachen. Ich hoffe so sehr, dass man hier nochmal zurück kann. Oh, alles easy, ey. Wie viele Leichen hier wieder liegen, ey. Rüber, ganz sneaky. Boah, Alter. Niemals bei solchen Explosionen in einem Haus rennen. Boah, nee. Autsch. Autsch, einfach nur Autsch. Boah, Alter, die ganze Stadt brennt, weil wir das ganze Gas hier unten angezündet haben. Brennt, meine Freunde. Ich komme hier nicht durch, danke. Ja, ich habe doch locker schon irgendwas übersehen. Ah ja, wir sind hier noch gar nicht. Da sind wir schon woanders. Ja, hier kann man noch nichts mehr finden. Sad. Ich glaube, ich bin hier. Ne, ich bin hier richtig. Oder? Anscheinend nicht.
von da an komme ich. In die Richtung komme ich, kann ich nicht. Hä? Das ist hier doch schon richtig. Warum springen die Lara nicht? Hä? Warum kann ich da jetzt nicht hoch? Oder verpasse ich jetzt was? Hier war ich. Hier kam ich hoch, ja. Dann hier die Leiche. Hier runter ist unmöglich. Hier geht's weiter, aber anscheinend ja nicht. Weil hier hoch komme ich ja nicht. Hier hoch komme ich auch nicht. Wo muss ich hin? Ein Game? Hallo, Game? Ist es einfach gerade nur verpackt, dass ich da jetzt nicht hochjumpen kann? Also, dass ich hier machen kann, was ich will und es trotzdem nichts passiert? Da kann ich auch nicht dran jumpen. Nope, ich kann hier nicht ran. Dann mache ich was falsch. Also. Muss ich denn hier runter oder was? Nö. Hä, wo muss ich denn hin? Game! Ich stehe vor dem Ort, wo es weitergeht, komme ich weiter. Hier. Rüber muss ich doch. Was ist denn das für ein Buggy-Ding? Shit. Ernsthaft? Die Cutscene hat mich getriggert? Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Ich möchte Wick anmerken, ja? Wieso hätte ich denn das machen sollen ohne Cutscene? Boom, Header. Digi, du stirbst noch. Hier gebe ich noch einen Header rein. Ich glaube, du rückst nicht mehr ganz so weit vor. Darf ich? Danke. Ich wollte noch das Bergungsgut mitnehmen. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ha, ziemlich verdächtig. Ziemlich verdächtig. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie.
Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von Dicks Mord. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Nice, wir haben die Waffen zurück. Also mit dem Treffen haben wir, lernen wir aber auch nochmal, Marcel, ey. Die mit ihren... Die können einfach aus dem Versteck rauswerfen, ich check's nicht. So, wir sollten ja eigentlich langsam raus. So, irgendwie hier raus. Hier geht's auch nicht raus. Ey Mann, wo geht's denn hier raus, Mann? Ich will doch so schlecht in sowas finden. Da muss ich hin. Ach du Scheiße, das sind jetzt fette Leute. Teile, Schrotflinte gefunden, nice. Wie komme ich hier denn raus? Hallo, Game. Muss ich irgendwo hochklettern? Ich bin einfach zu inkompetent dafür. Ach, da hinten. So. Viel angenehmer. Schön, dass hier so ein Scheinwerfer steht. Okay, das erklärt, wo ich längst muss.
Erstmal alle platt machen. Der hat mir gut gedrückt. Ernsthaft, er hat den Schuss mit der Shuddy überlebt. Nur ein bisschen verbuggt gerade ein bisschen. Du Scheiße, Mann. Ich hasse solche Cutscenes. Solche Cutscenes sind einfach ganz behindert. Weil ich konnte den die ganze Zeit nicht treffen, aber er mich so. What the damn. So. Also ganz ehrlich, als guter Schütze, ich hab den gerade einen Header gezückt davor, aber es ist leider unmöglich. Und jetzt darf ich die mittlere Maustaste nehmen. Ihn töten. Aber ich wette, er hat das überlebt, genauso wie ich das überlebt habe. Auch wenn die Granate basically in ihm explodiert ist. Oh, wir haben jetzt Granatwerferaufsatz. Nett. Ja, es ist ja richtig schön. Boom, her da. Ihr habt natürlich den Headshot überlebt, warum auch nicht? Ich habe natürlich mit der Shotgun gewechselt und nicht drei Kopfschüsse. Nicht wie ich wollte mit dem Granatwerfer geschossen. Der schießt, wenn ich mittlere Maus das drücke, automatisch. Okay. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Kann ich, glaube ich, einfach mal so sagen. Dass mir das ganz und gar nicht gefällt.
Das wäre Typ also dass ich automatisch schieße mit dem Granatwerfer, wenn ich mittlere Maustaste drücke. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Immer noch hier. Pumpgun-Modifizier. Ah, wir haben die Pumpgun um 100% gemeistert oder was? Und wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Das gefällt mir wirklich. Klettergewandtheit ignoriere ich mal. Ja, Fähigkeiten. Hallo. Na. Aktiv Ausweichpill, Ausweichpillmeister. Ich bin ja ziemlich weit als Spezialist. Pistolenexperte, Gewehrexperte und Shotgun-Experte. Ich werde erstmal Pistolenexperte nehmen. Ich will das alles leveln, auch die hier. Ich möchte auch beim Kämpfer die letzten zwei Sachen mitnehmen. Und auch beim Überlebenden das letzte nochmal mitnehmen, aber momentan brauche ich es halt nicht. Ausrüstung wollen wir jetzt mal checken. Wir haben für die Shotgun was gemoddet. Und zwar das hier Schönes. Ummantelt das Schaft. Beim Feuern sorgt und halt ne Patronenmagazin. Brandmunition, das gefällt mir auch. Ich habe jetzt die Waffe zu 100% gemeistert, ne? Oder finden Sie drei weitere Teile? Alles klar, das geht sogar noch weiter. Habe ich nicht irgendwas hierfür? Das ist die Pump. Gewehr, fürs Gewehr habe ich was bekommen. Noch schneller Nachladetempo, das gefällt mir auch. Und dann Auswerfer, der die Schussfrequenz erhöht. Ist auch ganz nett. Und für die Handfeuerwaffe nehmen wir dann auch mal das letzte nochmal mit. Ein weiteres Teil für das Upgrade. Wie sieht es denn aus? 40, 80, 64, 40. Oh, Salvenmodus habe ich auch noch nicht. Schalten wir auch frei. Wir haben genug zum Teil gehabt. Den Rest können wir jetzt wieder speichern. Habe ich gerade gesehen, dass hier noch an Ausrüstung immer noch was ist. 5 von 5 Upgrades gemeistert. 7 von 7. 7 von 7. 5 von 5. Wo waren eben noch das Zeichen? Keine Ahnung. Schnell reisen kann ich leider immer noch nicht. Ist schade. Weil ich würde gerne hierhin schnell reisen, um die letzten Feuerteufel-Bodies mitzunehmen. Und so vieles noch mehr. Aber leider geht das nun mal jetzt nicht. Und, joa, das heißt, ich muss jetzt hoch. Ich will natürlich erstmal ein bisschen zurückgehen, um Bergungsgut wieder mitzunehmen und vor allen Dingen Muni. Alter, habe ich viel Granatwerfer-Zeug. Oh. Das hat sich dann erledigt mit der Muni. Da gibt es sie leider nicht mehr. Dann renne ich jetzt hier leider... Oh, fuck, die Folge ist schon so lange. Dann beende ich jetzt hier mal die Folge. An diesem schönen Lagerfeuer. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder. Oder bei meinem anderen Projekt. Bis dahin. Ciao, ciao. Und haut rein.